Machst du gerne Rätsel? Löst du gerne Rätsel? Und was für Rätsel löst du dann am allerliebsten? On my own, but I'm never alone. Hallo, ihr großen und kleinen Träumer da draußen. Mein Name ist Damakash und du siehst eine neue Folge von Enigmatis, die Seelen von Maple Creek. Nicht vergessen bitte, dass dieses Spiel ein Wimmelbildspiel ist und Wimmelbildspiele sind manchmal ein bisschen gruselig. So, was wollte ich denn eigentlich machen? Ich weiß das gar nicht mehr. Ich guck mal, was war denn mein Plan? Wer sind die Vermissten? Wo sind denn hier Aufgaben? Finde mehr über die Ermittlung und die vermissten Personen heraus. Mein Zimmer, geh in dein Zimmer, um mehr über den Fall zu erfahren. Ja, da habe ich letztes Mal schon ein bisschen was gemacht. Kann ich jetzt hier aber... Ah ja, wo ich bin, muss ich auch noch was tun. Warte, ich mach das mal zu. Ach genau, das hatte ich gelesen. Genau, das habe ich gelesen, das weiß ich. Da gehe ich mal wieder zurück. Genau, und ich wollte dieses Rätsel machen. Stimmt, ich erinnere mich. So, da habe ich nämlich gesagt, das mache ich jetzt in dieser Folge, ne, weil das sonst zu lang geworden wäre. Hier sind es schon mal 5. 1, 2, 3, 4, 5. Und hier auch 1, 2, 3, 4, 5. Da muss auch die ganze Reihe natürlich gemacht werden und hier auch. So, und hier noch 3. Guck mal, wenn hier nur 3, dann könnte man das so machen. Dann sind es 3 und das sind eigentlich auch 3. Ah, das scheint aber falsch zu sein. So, dann muss das so. Dann bleibt hier nur das. Und das ging jetzt doch schneller wie gedacht. Ich hätte gedacht, dass das länger dauert. Ach, es geht auch noch weiter, siehst du? Berühre den Bildschirm, um fortzufahren. Oh, jetzt wird es aber schon... 4, 2, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hier ist auch ein 8er. Das sind die einfachsten, ne? Wenn man weiß, dass da von jedem eins ist. 7. Na, das kann ja eigentlich auch nur so oder hinten der dann. So ist es richtig. Guck mal. Ist hier auch noch ein 7er? Nee. Ein 6er aber. Ein 2er, das ist der. Und ein 1er. Jetzt ist natürlich die Frage... Ach so, nee, dann ist das ja ein 3er. Das ist nicht der 1er. So, da ist der 1er gesucht. Dann ein 2er und ein 5er. 2er und 1, 2, 3, 4, 5. Nee, ist anscheinend nicht richtig. Nee, aber so geht das ja auch nicht. Naja, da warte ich mal noch. Ein 2er. Na, das kann ja nur hier, genau. Oder da wäre gegangen, hier auch ein 2er. So, und dann ist hier der 5er. Sehr gut, hier der 5er. Das sind 1, 2, 3, 4, 5. Nee, ist falsch. Dann so. 5, 1, 2, 3, 4, 5. Ach, das wird das Haus. Schau, das soll das Haus sein. Ah, ich verstehe. Ach Mensch. So und so. Und so. Ha, ich habe das Haus gebaut. Stufe abgeschlossen, sehr gut. Oh, es wird nicht einfacher. Oh, so eine Rätsel. Ich habe früher mal total gerne Rätselhefte gelöst. Da gab es dann, weiß ich nicht, ja, natürlich Sudokus und natürlich gab es auch andere Rätsel, klar, ne? Und ich habe das immer Kreuzworträtsel und ach, was weiß ich, ich habe da immer total gerne Rätselhefte gemacht. Ich habe da mal Spaß dran gehabt und ich finde auch Rätseln jetzt immer noch eigentlich ziemlich cool. Ich spiele zum Beispiel auch gern Scrabble oder so und finde das eigentlich ganz toll. Und ich glaube, das wird auch meine Frage der Folge heute. Machst du gerne Rätsel? Löst du gerne Rätsel? Und was für Rätsel löst du dann am allerliebsten? Schreib mir das doch mal einfach unten in die Kommentare hinein. Ich bin sehr gespannt. Nee, da ist nicht richtig. Das muss auch so, damit der Einser hier kann. So. Was soll das denn sein? Wird das das Kätzchen hier vielleicht? Hier mit so die Öhrchen? Ne? So. Dann hier der... der Schwanz? Na, das soll das Kätzchen wahrscheinlich sein. Aber so richtig gut erkennt man das natürlich nicht. So. Dann kommt hier...
da, das gehört zum Schwänzchen, genau. Da ist der Einser, dann ist das das Siebener. Auf, es ist auf, es ist auf. Zugriff gewährt. Dein Security Case ist nun entsichert. Berühre den Bildschirm, um das Schloss zu öffnen. Wenn sich dein Security Case nicht öffnet, setze dich mit dem technischen Support in Verbindung. Oh, mal gucken, was ist hier denn? Geheim Special Detective Unit Burlington Police Department. Streng geheim. Betreff: Kate Burrows verschwand in Maple Creek am 9. Oktober 2011. Beschreibung: Kate Burrows, 19 Jahre, wurde von ihren Eltern als vermisst gemeldet, als sie Sonntagnachmittag nicht heimkehrte. Ihren Angaben zufolge verließ sie Burlington am Freitag, dem 7. Oktober, um das Wochenende mit ihrem Freund zu verbringen, den sie 3 Wochen zuvor in Maple Creek kennengelernt hatte. Sie rief einmal zu Hause an, am Samstag, dem 8. Oktober um 9.43 Uhr, um zu sagen, dass alles gut sei und sie wandern gehen würden. Ihr Handy sendete am Sonntag um 10.23 Uhr das letzte Signal. Auftrag: Finde Kate Burrows. Unterzeichnet von Josh Stevens, Leiter der Special Detective Unit. Mein Auftrag ist also, Kate Burrows zu finden. Sehr gut. Neue Schlussfolgerung verfügbar. Da gucke ich gleich. Ich gucke jetzt aber erstmal noch, was hier ist. Was ist das denn? Was habe ich da denn für Sachen? Seltsame Artefakte in der Kirche gefunden. Was ist das denn? Ein rechter Handrelief. Ich sammle das mal alles ein und gucke dann gleich mal, was das ist. Ah, das ist die Patrone von der Leuchtpistole. Und mehr kann ich hier auch nicht machen. Aber jetzt kann ich die Leuchtpistole hier nehmen. Guck mal. So. Und dann kann ich die bestimmt mitnehmen, sicherheitshalber. Und da brauche ich Reliefstücke, brauche ich noch 2 Stück und das ist ein Sternensymbol. Hier kann ich jetzt eine neue Schlussfolgerung machen. Vermisst, hier. Das vermisste Mädchen, die vermisste ist ein Mädchen namens Kate Burrows. Vermisste Kate Burrows verschwand in Maple Creek am 11. Oktober 2011. Ach, guck mal, das ist cool. Dann schreibe ich da sowas hin, ne? Anscheinend ist sie in großer Gefahr. Ich muss sie finden. Außerdem gibt es in Maple Creek einen weiteren unaufgeklärten Fall dieser Art. Falls die beiden Fälle in Verbindung stehen, kann mir jeder Hinweis zu Hamiltons Fall helfen, Kate zu finden. Hamiltons Fall, eine Verbindung? Neues Ziel: Detective Hamiltons Fall. Ziel erreicht, die Ermittlungen. Passt das hier hin? Nein, das passt da auch noch nicht hin. Gut. Alles klar, dann gehe ich hier mal wieder raus. Und würde sagen, kann ich da jetzt... Ach so, nee, das wollte ich gar nicht. Ich wollte auf meine Karte gucken. Kann ich da jetzt bei der Kirche... Ach, guck mal, hier habe ich mir auch Notizen noch gemacht. Detective Hamiltons Fall. Die Nachricht meines Chefs nachzuurteilen, verschwand im Sommer 1980 in Maple Creek ein Privatdetektiv namens Richard Hamilton, als er das Verschwinden einer Frau untersuchte. Vermisst und vermisst. Eine Welle von Vermissten? Warum verschwinden hier so viele Leute in der Ortschaft? Sehr mysteriös. Ich hoffe, ich kann das herausfinden. Ich kann hier noch im... Hier ist noch was. Hier bin ich. Hier gibt es was zu tun. Beim Auto. Dann werde ich jetzt mal zum Auto gehen. Nee, zum Balkon möchte ich nicht. Ich möchte zum Auto. Einmal raus. Zur Straße. Help. Oh, können Sie... Kann ich Ihnen helfen? Help me. Hilf, hilf mir! Oh mein Gott! I remember now. Ja, ich erinnere mich jetzt. No, you were wrong. Nein, du hast Unrecht. Du bist in großer Gefahr. Ach, der hat mich gewarnt. We knew each other. Wir kannten uns. And fairly well, und recht gut, wie es aussieht. I have to wake him up. Ich muss ihn aufwecken. Ja, ich hätte ihn auch aufgeweckt, wenn ich ihn nicht gekannt hätte. Ich lese mal eben, was ich mir aufgeschrieben habe.
Der Verletzte. Ein Mann ist auf der Straße aufgetaucht. Er ist verletzt. Vielleicht kann ich ihm helfen. Er braucht Hilfe. Ich erinnere mich. Wir sprachen vor kurzem miteinander. Worüber sprachen wir? Wenn ich ihn nur wieder zur Besinnung bringen könnte. Hallo? Ich habe was gefunden. Ein Reliefteil. Hallo? Das ist eine tiefe Wunde. Ich kann seinen Atem auf meiner Hand spüren. Er ist am Leben, aber bewusstlos. Vielleicht würde etwas Wasser helfen. Wasser. Wasser. Oh Gott. Ich hol Wasser. Bleib liegen. Wasser. Ich wollte eigentlich zum Auto. War da nicht auch irgendwas? Ach, da ist immer noch das doofe Wildschwein. Aber war hier nicht auch noch was? Warte mal. Ja, hier beim Auto. Hier bin ich richtig. Gibt's hier irgendwo Wasser? Ich guck mal. Hallo? Hallo, hallo? Nur Rauschen. Ja, das muss kaputt sein. Das hatte ich ja schon. Die Hupe funktioniert auch nicht. Habe ich hier hinten was? Nein. Ach, das ist hier die komische Batteriesäure. Genau. Der Motor ist immer noch heiß. Mensch, der hält aber lang. Ach, kann ich das Wildschwein hier jetzt, pass auf, mit der Leuchtpistole verjagen? That'll scare them. Nimm das. Haha. Ich kann die Straße weiter lang gehen. The bell tolls incessantly, die Glocke läutet unablässig, als ob sie irgendjemanden herbeiruft. So, was habe ich hier denn? Mal die Blätter zur Seite. Diese Glasscherben sind scharf genug, um mich oder etwas anderes zu schneiden. Ich habe leider kein Tuch oder so. Da steht was über die rote Eiche. Was ist hier? Maple Creek Naturpark. Wälder, Bäche, Tiere, Steine. Auf den Wanderwegen gibt es viel zu entdecken. Ja, aber da kann ich jetzt leider auch im Moment nicht so wirklich was mit werden. Ich weiß gar nicht so genau, ob ich zu diesem Kirchentor möchte, aber ich glaube, ich habe keine Wahl, oder? Was ist das denn? Das glitzert hier. Ach, guck mal. Na, guck mal an. Das fehlt mir doch noch für die Kirche vorne. Super. Was ist hier? Da fehlt ein Schlüssel. Das sieht ja unheimlich aus. Erstmal die Blätter hier wegmachen, ne? Da gehören bestimmt die Sachen hier rein. Das rechte Handrelief und so. Guck mal, das sieht schon unheimlich aus, das Schloss, oder? Puh, gruselig. Gut. Ich gehe mal zurück und guck, ich müsste jetzt in die Kirche kommen können, wenn mich nicht alles täuscht, denn hier ist... Ja, sehr gut. Und jetzt muss ich diese hier noch richtig sortieren. Das sieht so aus, als ob es hier hingehört. Schau mal. Und jetzt gucke ich, hier ist so ein kleines Blattnupsi. Ob das... Ach nee, das ist, könnte eine Feder sein hier, ne? So vielleicht. Gut, was habe ich denn noch zur Auswahl da? So was Rundes. Ja, das sieht so aus, als ob das da hingehört. Allerdings ist das alles hier ist noch falsch. Das gehört, glaube ich, hier oben hin. Das könnte hier richtig sein schon. Aber das ist nicht richtig. Na, das ist... Das ist aber auch nicht richtig. Warte mal. Ja, ich weiß nicht, ob das dahin gehört. Nee, das sieht irgendwie auch noch nicht... Das gehört hierhin mit dem Flügel. Genau, schau mal. Und dann vielleicht doch so. Ach so, nee, guck mal. Das hier ist auch noch falsch. Ich sehe schon. Das ist noch verkehrt. Das gehört hierhin. Und dann, welches ist denn jetzt noch verkehrt? Ah, gehören die beiden so ausgetauscht noch vielleicht? So? Es geht auf. Dann trete ich mal ein in die kleine Kapelle. Ja, hier war lange keiner mehr. Na, guck mal, hier sieht es ziemlich abgenutzt aus. Ich gucke jetzt hier erstmal noch auf dem Schrank. 4 Fragmente fehlen. Einige Reliefteile fehlen, da ich habe nur 3 leider. Und dann kann man hier wahrscheinlich was puzzeln. Dann gehe ich hier mal nochmal zurück. Na gut, dann wimmel ich doch mal. Auf geht's in ein Wimmelbild hinein. Ach, guck mal, hier so mit Palme und ach, was hier alles Schönes ist. Verrückt. Gut, was brauche ich denn jetzt? Einen Universalschlüssel, eine Taschenlampe.
Eine Glühbirne. Öllampen, da ist eine. Guck mal, und hier ist noch eine. Eine Säge. Zwei Stück sogar. Eine Muschel. Eine Rosette. Ein Besen. Da ist die Taschenlampe. Ich sehe sie schon. Eine Brille. Eine Rose. Ein Fächer brauche ich nicht zufällig. Nee. Ah, oder ist das eine Muschel? Nee, das ist keine Muschel. Das hier ist eine Muschel. Eine Glühbirne. Da oben ist eine Glühbirne. Mal gucken, ob ich die andere... Ah, da unten ist sie schon. Guck mal. So, da ist ein Universalschlüssel. Die Gebetskerzen. Das ist eine normale Kerze, ne? Was ist denn eine Gebetskerze? Mal gucken. Wenn ich das sehe, dann erkenne ich das wahrscheinlich. Aber so wüsste ich es jetzt leider nicht tatsächlich. Ein Besen ist ja nur nicht so klein. Ach, da hinten in der Ecke steht er doch. Guck mal. Eine Brille hätte ich gerne noch. Da ist eine Säge. Eine Säge habe ich schon mal. Ich brauche zwei, gell? Gut. Da muss ich mal schauen, dass ich noch eine Säge entdecken kann. Das ist ja ein Telefon. Das sind ja keine Rosen, das sind ja Lilien, ne? Ich, eine Rose brauche ich. Da hinten, guck mal, so gut versteckt. Manchmal sind die Sachen einfach so gut versteckt. Eine Brille. Da oben ist nur ein Hammer. Ah, da hängt doch die andere Säge genau daneben. Ey, manchmal ist man wirklich ein bisschen blind. Wirklich ein bisschen blind. Eine Pfeife. Eine Rosette. Ich weiß auch nicht genau, was das sein soll. Das ist ein Vögelchen. Ah, da ist die Brille. Guck mal, die hängt da an dem alten, kaputten Schirmständer, ist das hier hinten, glaube ich, ne? Guck mal, hier ist so ein Wunderbaum aus dem Auto. Guck mal an. Kerzen stehen hier auch, aber das scheinen keine Gebetskerzen zu sein. Anscheinend. Ich weiß leider nicht genau, was Gebetskerzen sind. Ach, Manno. Eine Pfeife ist die Frage. Suche ich eine Trillerpfeife oder suche ich so eine Pfeife zum Rauchen? Das ist ja ein Teekesselchen-Wort, ne? Da ist eine Schärpe. Eine Uhr. Da oben den Schlüssel kann ich leider auch nicht brauchen. Was steht da auf dem Zettel? Guck mal, da liegt ein Zettel. Ich bin ja neugierig. Ich möchte ja gerne schon wissen, was da drauf steht eigentlich. Was ist denn hier eine Gebetskerze? Das macht mich ganz verrückt. Gebetskerze, Rosette, Pfeife. Pfeife, Pfeife, Pfeife. Pfeife ist dann noch das Einfachste, glaube ich. Und da weiß ich aber auch nicht so genau. Ich benutze mal einen Tipp. Da, guck mal, wie gut versteckt als Muster in dem Teppich. Eine Pfeife zum Rauchen war gesucht. Gut, wenn ich jetzt dann noch Gebetskerzen finden könnte, wäre das super. Auch wenn ich, wie gesagt, nicht genau weiß, was Gebetskerzen sind. Ich kenne nur normale Kerzen. Da ist ein Zahnrad. Guck mal, da sind überall ganz viele Flaschen versteckt. Ein Auge ist da oben hingemalt. Mal gucken. Ach so, das war... Okay, jetzt fehlen nur noch die Gebetskerzen. Wo könnten die denn sein? Was könnte das denn sein, wenn ich nur wüsste, wie das aussieht, ne? Das sieht aus wie so eine Schärpe, ne? Von so einem Herrn Pfarrer hier. Ich guck mal. Das waren jetzt Gebetskerzen. Oh, sehr gut. Ich habe was Nützliches gefunden, eine Taschenlampe. Sehr schön. War das denn irgendwo dunkel? Ach, weißt du, wo das dunkel war? Ich weiß, wo es dunkel war. Im Hotel, da konnte man unten in den Keller.
Aber da werde ich jetzt natürlich nicht mehr hingehen, nämlich hier unten runter. Das mache ich dann tatsächlich erst in der nächsten Folge. Ich danke dir jetzt sehr, dass du dabei gewesen bist und mit mir mitgewimmelt hast. Ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Mach dir noch einen schönen Tag und bis nächstes Mal. Ciao, ciao. Deine Damakasch.